Und jetzt haben wir es immer wieder in Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Hier. Wo sind wir dran? Vorderseite der Bühne. Belorati Turmsiedlung. Belorati Turmsiedlung, genau. Kleiner privater Altar. Hornhold Kreisin. Und hier ist eine Treppe. Und da gehen wir jetzt hin. Ne, da haben wir ja den Boss. Das ist ein Boss und das andere, was am Eingang war, das, wo ich letztens gesagt habe, das war vermutlich ist auch ein Boss. Da gehen wir jetzt nochmal. Warte mal, müssen wir da aber da nicht. Ne, ich gehe jetzt mal da her. So, machen wir Licht erst einmal. Der Aufstieg bin ich. Ich habe mal Rune ausgegeben. Ich habe ein bisschen was dazu geschossen. Ne, wir haben ja genug dabei. Und, ja, dann. Da, gell, habe ich gesagt. Das ist Boss. Ich gehe da. Ne, wir gehen erst nur noch. Wir gehen da jetzt erst nur noch. Ich habe extra das markiert, da, das Ding. Warte, wo kommen wir da? So, der guckt da her. Der guckt da her. Jetzt ist der schon wieder gestorben. Also die Rune kriegst du schon schnell, relativ schnell zusammen, ne? Wo war das jetzt? Da hinten, gell? Da hinten war die Treppe, da irgendwo ging es runter. Treppe war das nicht, das war eine Leiter. Ja, eine Leitertreppe. Da gehen wir jetzt mal kurz gucken, was da los ist. Oha, das geht wieder tief in den Ratten, pass auf. Achtung, Ratte, wo? Ne, das sind die, das sind keine Ratte, aber sowas ähnliches. Gut, da kommen die Hände alle von der Reue geschmissen, ja. Ne, messen wir Feuerfett. Aha, das könnte man auf die Waffe schmieren. Was wartest du, mein Sohn? Ah, ne, oder? Ach, Dix, das hätte man gleich haben können. Das ist blöd, da geht's raus und nicht reu. Okay, dann kann ich das aber wieder wegmachen. Ne, halt. Da geht's raus und nicht reu. Mache ich das wieder weg? Soll mal klettern oder? Ja, komm. Klettern ist ungesund. So. Und als Licht machen, ne? Und was jetzt? So um 9, ne, ne? Da. Wir gehen jetzt mal tun, und wenn das Abbus ist. Ich nicht. Ach so. Das hätte ich aber gleich probieren können. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wie. Sollen wir noch was kaufen irgendwie? Wegen des Schattenreichs können wir nichts machen. Dann habe ich Stunde 4 da mit der verehrte Geister auch schon. Skadu Baum habe ich auf 2. Ja, da liegt halt nichts mehr rum. Diedel dai, diedel dumm. Mikelas Kreuz. Ich gehe da nochmal hin zum Moor. Moor ist der, nicht Moor. Moor. Ach so. Roger Moor, oder was? Hey Junge. Welcome. Verkaufen. Nee, ich kaufe was, oder? Was kaufe ich denn? Ich habe 5000. Wo komme ich denn jetzt her? 2000 kostet das Ding da. Heiligschaden. Da haben wir gar nichts. Da haben wir überhaupt nichts, ne? Oh ja, sicher. Ich habe das noch nie benutzt. Also ich komme mich nicht erinnern. Vielleicht mal. Als Jux und Dallerei oder so. Was ist das so? Blut Amaryllis, aha. Was steht? Wächst durch Blut und Holde in Blutpfützen. Ah, Sauerei. Was ist denn das so? Eine von der Sammlerbrut gefundene Notiz enthält Informationen zu versiegelten Geisterquellen. Also wer weitere Details erfährt nur, wer dafür bezahlt. Versiegelte Geisterquelle. Ich habe das jetzt nur gekauft. Oder? Da habe ich so viel. Da habe ich alles. Warte ich, Freunde. Versiegelte. Goodbye. Ja. Das müsste dann. Da. Solltet ihr auf eine verspiegelte Geisterquelle stoßen, so sucht in der Nähe nach gestapelten.
Steinen, werft sie um, dann brecht ihr das Siegel. Versiegelte Geisterquelle. Versiegelt? Ich kenne jetzt nur diese Geisterquellensprünge, oder nicht? Oder ist das wieder was anderes? Ist so eine, oder? Nein, ne? Das ist ja was anderes. Das ist was ganz anderes. Solltet ihr auch versiegelte Geisterquellen spielen? Ja, gut. Okay, Freunde, das hat jetzt keinen Sinn. Das da müssen wir eh. Vor der Seite der Bühne. Ne? Dann kommt der Boss. Was wird denn das für einer sein? Keine Ahnung, also wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, aber es ist wirklich nicht. Ein paar von uns. Dann machen wir das neu. Dann kloppen wir einmal den Boden. Rufen die Rotmähne frei. Ja. Und dann warten wir, bis er kommt, oder gehen wir gleich neu? Nehmt die mit Salzmuster neu, dann. Ja, gut, ist ja Ruf sogar. Nimm Schild, hast du gehabt? Öffnen. Und die Abbildungen da, ja, guck mal, das sind alles Krieger, die da schon drin waren. Ja. O horn-decked beast from higher sphere delivered. Take root inside the tower sculpture keepers. And perched within, we beg of thee, rise. Screenshot, ja. Machen wir noch einer. Oder zwei vielleicht auch, ne? Ich weiß nicht. Oder einer und einer. Okay, das reicht aber jetzt, hast du gehört? Ja. Was ist das jetzt? Oh, oh. Glitzerauge. Oh Gott, der Leid. Da gibt's auch noch. Da ist das göttliche Bitze. Brea, kommst du? Ja, das ist. Lass da nicht noch merken. Machst keinen Schaden, fällt er das gerade auf? Ja, das fall mal hoch, ja. Achtung, wo ist denn da vorne und wo ist denn da vorne? Regen mal was zwischendurch. Aufs Maul! Gib ihm aufs Maul! Achtung, ist das Ding schon wieder 100, die ganze Paps weg. Naja, aber der trägt viel, bis das mal aufgestiegen ist. Bleib doch stehen, du Scheißvieh. Du hast keine Ausdauer, hast du gehört? Hallo? Was ist denn jetzt kaputt? Was war denn das eben? Ich hab den gar nicht schlagen können. Aufsteigen vielleicht, ja? Ja, hör auf. Achtung, was da kommt jetzt. Brea, machen wir langsam. Nee, oder? Wow. Ach du Scheiße, Freunde. Tanzender Löwe, der muss, ja. Okay, Freunde, das war wohl nix. Ich habe das jetzt noch ein paar Mal probiert. Ich weiß nicht, ungefähr so 20 Versuche haben wir gebraucht. Ich habe mit Freya ein paar Mal probiert. Wir haben es einmal knapp
bis zum Ende geschafft, aber dann bin ich gestorben und dann ist Freya gestorben und dann war es auch wieder aus. Oje, oje. Also der hat schon, es war schon ein Knochen, der hat uns schon zu schaffen gemacht. Habe ich mit Schild gespielt, mit Rüstung, mit Blitztalisman und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich auch mal die Gottrickmannen mitgenommen, so zwischendurch einmal, aber die haben auch nicht lange durchgehalten und dann habe ich auch die Leder gehabt. Ne? Dann habe ich mich besonnen wieder auf die eigentliche Tugende, so wie wir eigentlich dahergekommen sind. Wir spielen wieder halt nackt, holen uns den Talisman der Tänzerin und ich nehme die Mimik mit rein. Und dann hat es funktioniert. Tische konnte ich nicht nehmen, da fehlt mir, ich habe zu wenig FP, um den rufen zu können. Und dann hat es funktioniert. Ich kann euch sagen, also das ist schon heftig. Der hat ja macht verschiedene, ich sag nicht Phase, der nicht, aber der macht den Blitz, der macht Eis, der macht Sturm, ich weiß gar nicht, was der noch alles macht. Und wie man Crafting hat, da glaube ich, eins oder nicht reinbringen können. Ich glaube, sein letztes, sein Sturm, das hat er nicht mehr geschafft, okay? Jawohl, das zeige ich jetzt noch und dann muss ich sehen, was da noch kommt. Ich weiß es gar nicht mehr. So, dann hätten wir. Aber ich kann euch sagen. Also, ich weiß nicht, ohne die Mimik hätte ich das sowieso nicht geschafft. Also wirklich nicht. Göttlicher Bestienkopf. Merkt ihr das einmal? Ich merke mir jetzt gar nichts. Also, ich habe vieles probiert mit Rüstung und so. Und ich gestehe, also das mit der Blitze und dann kam die Frostphase, haben wir jetzt gar nicht gehabt. Der ist gleich in die Sturmphase oder so, die Sturm- und Drangphase übergegangen. Und ja, also, was gibt denn der eigentlich? 120.000, das ist lächerlich, oder? Naja gut, wenn du jetzt im
erste Durchlauf reingehst, dann ist das mit Sicherheit okay. Ne? Obwohl ich weiß auch nicht, ob das dann reicht. Die Gnade berühren. Ich schneide es dann jetzt ein bisschen zusammen. Und bevor wir da jetzt also weitermachen, mache ich erstmal einen Cut. Selbst wenn es ein bisschen kurz ist. Aber es ist mir lieber so, okay? Okay, dann macht's gut, bis dann. Ne?